Unboxing von Medieval Realms. Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen zu einem Unboxing von Medieval Realms. Ein Spiel von Lost Games, aber vertrieben von Board Game Circus. Und ja, für 2 bis 5 Spieler, geht 75 Minuten, wird aber schon so mit 2 Stunden gerechnet. Ja, das haben wir jetzt neu von der Messe hier geschnappt und ihr dürft es hier jetzt gleich mal erleben, was da so alles drin ist. Ein sehr schön gemachtes Material. Wir haben es uns erklären lassen, aber noch nicht gespielt. Und ja. Oh, schön. Wir haben hier Zipbeutel. Immer schön, wenn die mit dabei sind. Verschiedene Anleitungen in 3 verschiedenen Sprachen. Okay. Ist sogar sprachneutral. Da stand, glaube ich, nichts auf den Karten drauf. Außer vielleicht hier die Spielanleitung, bla. Aber ne, ich glaube, das war auch auf Deutsch. Genau. Hier, man hat dann diese große Spielauslage. Die Ressourcen, man hat einen Sichtschirm, dass die anderen nicht sehen kann, welche Ressourcen man plant zu nehmen. Beziehungsweise wie man diese, wie hießen das dann? Ach, den Admiral und den General hinlegt. Weil die Sachen bekommt man dann, falls man aber zu zweit da steht, dann bekommt das nur der, der den höchstrangigen dort stehen hat. Und ja, es ist so ein schickes Ressourcen, also Management, beziehungsweise ja, man nimmt sich die Karten, kauft die Karten und bekommt dann die Sachen, die da draufstehen. Rundübersicht, ja. Genau, der Verteidigungswall wird aufgestellt, um euer Reich zu verbergen. Das ist auch eine schöne, eine schöne Durchsage oder Ansage, wie man das hier erklärt. Genau, dann platziert man die Bürgermeister, eben was die halt im Verwaltungsbereich, was da angeschafft werden soll. Dann hat man den militärischen Anführer, eben General und Admiral auf der Reichskarte. Und genau. Dann erhaltet man je 2 Produktionsmarker. Gibt es hier auch was? Genau, man kauft dann diese Karten aus dieser Auslage. Das zeige ich euch jetzt aber gleich. Hier sind die einzelnen Spielerboards. Das heißt, die hat dann jeder vor sich liegen. Geht ja bis 5 Spieler, deswegen gibt es da mehr. Upp. Mal kurz hier schauen. So, dann hat dann jeder hier diesen sehr hochwertigen Sichtschirm. Und, steht hier auch Englisch drauf. Das haben sie nicht übersetzt, die Schlingel. Okay, ihr seht auch schon, die Ikonografie ist einfach. Immediate Effect, End of the Game. Seht ihr hier diese Fahne? Repetitive Effect, Production Repetitive Effect. Ja, also hier sind dann die ganzen Sachen auf. Play a Card, Get a Card, also eigentlich sehr einfach. Hier gibt es dann diesen Strich. Das heißt, man stellt dann diesen Sichtschirm hier davor und dann fängt man hier unten an zu planen. Hier rechts dann seine Admiräle, Generäle einzusetzen oder einen. Und die Ressourcen sind für die anderen immer einsehbar. So, ja. Das sind die einzelnen Boards. Hier hinten ist schwarz, genau. Jetzt haben wir hier dieses riesige Spielerboard. Ich klappe das mal auf. Wie ist denn das einzeln aufklappbar? Ja, so. Opa. Genau. So. Ja, so, hier sieht man das Spielerboard. Hier oben, weit entfernt, könnt ihr das sehen? Ich mache mal kurz einen Kameraschwenk. Genau. Da sieht man, dass diese Reihe hier ein Hammer kostet, 2 Hammer, hier 3 Hammer. Ja? Und da oben sind immer die Karten, die man dann ausspielt. Hier unten beginnt man dann einen... hier ist ja ein Kabel zu sehen. Das ist ja blöd. So. Jetzt. Und meine Füße auch. So, jetzt. Hier unten werden dann Karten nachgeschoben. Das heißt, wenn man zu zweit spielt, hat man nur 3 Karten zur Verfügung und sieht dann aber schon, was als nächstes hier oben in die Auslage nach oben rutscht. Hier sind natürlich die Siegpunkte und alles Mögliche. Also relativ einfach zu verstehen, einfaches System. Ich zeige euch jetzt einfach mal hier die Karten. Ich finde es halt vom Material her ist auf jeden Fall super schön. Und ich bin gespannt, wie das dann taktisch so alles funktioniert.
Na, kommst du her? Das ist nicht so einfach. So. Ja, schaut euch mal die Karten an. Die sind echt cool. Sekunde. Der Kleber will nicht von meiner Hand. So. Jetzt hier. Ne? Super schöne Karten. Hier gibt es dann auch sowas wie unter bestimmten Bedingungen. Ich glaube, hier muss man einfach Karten ausspielen. Hier muss man irgendwas von am meisten haben. Da bin ich mir gar nicht mehr sicher. Und dann gibt es dann hier unten, dass man halt jeweils die Siegpunkte, was sind die Siegel, Siegpunkte, ich bin mir nicht ganz sicher. Doch, das sind Siegpunkte, glaube ich, bekommt. Genau, das sieht man ja da oben, dieses V-Siegel. Soforteffekte, Bilder. Hier sieht man halt viel Zeug. Muss man halt einmal durchgemacht haben, denke ich mal. Dann hat man eine Ahnung, wie die Sachen hier, upsa, funktionieren. Ja, schön Mittelalter Design. Sehr cool. Ja, hier sind die Charakterkarten. Man ist halt dann einfach irgendeiner dieser Charaktere. Genau. Spielerzusammenfassung gibt es ja auch auf Deutsch. Keep in mind. Nee, die sind alle Englisch. Nee, okay. Gut. All players place the defense wall before the realms. Before their realms. Alles klar. Jetzt schauen wir uns mal noch die zweite Packung an. Mal sehen, ob die besser aufgeht. Ja, sie geht besser auf. Machen wir hier Müll im Hostel. So, jetzt hier. Ja, super schöne Burgen. Auch thematisch ganz schön. Ah, das sind die Ressourcen, genau, die man zahlen muss, um die zu bekommen. So rum war das. Dann muss man hier noch mehr Hämmer besorgen. Alles klar. Hier war Geld. Ja. Braucht man da auch. So. Das alles mal anschauen könnt. Aha. Oder war das? Waren das Ressourcen, die man bezahlt? Nee, stopp, hier zahlt man die, um die zu bebauen. Also wie gesagt, ich habe mir die Regeln noch nicht angeguckt, natürlich. Ja, das waren jetzt die Karten. Hier sehen wir noch die Materialien. Schauen wir da rein. Also ihr seht, sehr cooles Material. Wir haben hier Kreuze, die, glaube ich, für das, was war das nochmal? Religion, ja, Tokens. Die sind 1 und die anderen sind, glaube ich, hier 3 wert. Genau. Dann haben wir hier Culture, also Kultur. Wir haben hier Battle, also Kampf. Hier ist Raw Materials. Das sind die Major, nein, also dem und Bürgermeister, müsste das vielleicht dann sein. Ja, hier sind die Hammer. Das hier, das ist das General Tokens. Ja, das sind, glaube ich, die General Tokens. Und wo sind denn die anderen? Also, wie gesagt, Science. Ja. Sehr viele Tokens, das gibt's auch. Und ja, jetzt habt ihr mal hier so einen kleinen Überblick von Medieval Realms. Hier sieht man das Ganze auch noch mal. Führe dein Königreich zum Sieg und gelange mit verschiedenen Strategien zum Sieg. Ja, ihr seid also mittelalterliche Königinnen, Könige. Und ja, schreibt uns doch gerne mal in den Kommentaren, ob das auch auf eurem Radar war. Und lasst gerne Kommentare da, wie gesagt. Gerne ein Abo und Daumen. Und wer kein Abo gibt, wird ins Mittelalter verbannt. So, ja, dann würde ich ja sagen, bye bye, Leute. Bis zum nächsten Mal.